Hallo ihr Lieben. So, jetzt gibt es doch nochmal ein Favoritenvideo von mir im Dezember und zwar meine Christmas-Favoriten. Also jetzt im Dezember die Produkte, die ich sehr gerne benutze, sowohl für die Hautpflege als auch zum Schminken. Womit fange ich denn jetzt an? Mit der Hautpflege? Ne, ich fange mal mit Haargummis an. Hier sind Haargummis von der Firma Purelei. Ich habe die wieder mal auf die Pappe gemacht. Die kann man aber auch als Armband sich so drum machen. In so schwarz silbrig, dann schwarz mit solchen kleinen Rentieren drauf und ein samtiges mit so einem Gold, so einem Goldding da dran. Gibt es bei Purelei. Ich kann euch ja mal den Online-Shop dahin verlinken. Man kann es, wie gesagt, für die Haare nehmen. Gibt nicht diesen hässlichen Abdruck und ist schonend zum Haar. Oder auch als Armband. Weihnachten. Ist alles ein bisschen rot, ein bisschen glitzerig. Ja, dann, okay, gehen wir mal weiter mit Highlighter. Ich habe das alles hier so schön der Reihe nach aufgestellt. Von Too Faced Candlelight Glow. Das ist die Verpackung. Ein sehr, sehr schönes Döschen. Habe ich seit einem Jahr schon Warm Glow. Das sind so ein helleres Gold und so ein Kupferton ist das. Kann man einzeln verwenden, kann man auch auf die Augen oder auf den Bogen hier oben unter den Augenbrauenbogen aufgeben. Oder man kann es auch mit einem großen Pinsel mischen. Die Qualität der Produkte von Too Faced sind sehr gut. Ein absoluter Favorit, auch schon seit einem Jahr, Girl Meets Pearls. Das ist von Benefit, das sind so Liquid Pearls. Und hier ist so ein kleines Sieb und dann dreht man da dran und dann kommen diese Liquid Pearls ganz, ganz leicht gold, kühlend, verschmilzt sehr schön mit der Foundation. Kann man auch als Highlighter benutzen oder auch auf die Augen geben. Ein sehr pflegendes Produkt, mag ich sehr gerne, aber habe ich schon ein Jahr. Es sind meine Favoriten. Diesen Nagellack, den habe ich letztes Mal schon im DM, glaube ich, vorgestellt, von Trended Up. Hätte ich nicht gedacht, gut, der hält jetzt nicht lange. Aber er ist schön mit diesen Glitzerpigmenten drin. Aber eine Empfehlung vielleicht, gebt am besten einen Unterlack auf oder so einen Calciumlack drunter, weil beim Abmachen gestaltete sich das schwierig, wenn man keinen Unterlack drauf hat. Denn das ist zwar nicht so holografisch, gibt es ja auch solche Nagellacke, aber diese Glitzerpartikel gehen einfach besser ab, wenn ihr einen Unterlack drunter habt. Ein Pot Rouge ist auch eins meiner Favoriten, nicht nur im Dezember, von Bobbi Brown für Lippen und Wangen. Ein sehr pflegendes Produkt, kann man immer in der Handtasche haben, kann sich so ein bisschen die Wangen anhübschen oder nochmal so leicht auf die Lippen geben. Das ist die Farbe speziell Tellurid 36, ich kann das gerne nochmal in die Infobox mitschreiben. So, jetzt diejenigen, die mich länger schauen, ihr wisst, man hat ja dann, ihr kennt dann auch teilweise die Produkte, ihr kauft sie euch ja auch sogar nach, aber ich stelle sie trotzdem immer wieder gerne vor. Von Age Perfect, diese getönte Tagescreme, die 02 habe ich, die am Anfang so ein bisschen rötlich daherkommt, aber sich toll auf der Haut macht. Das ist mein absoluter Favorit seit Wochen jetzt schon. Ich benutze keine Foundation mehr, weil ich das leichter finde. Also das ist aus dieser Age Perfect Linie und kostet um die 10 Euro. Nicht das Make-up, es ist die getönte Tagescreme. Dass man so einen leichten, frischen Glow hat. Man will ja nicht immer, also ich möchte nicht immer eine Foundation auftragen, auch keine pudrige Foundation. Ich möchte immer nur so ein bisschen so ein Glow im Gesicht haben, so ein frischer Kick, ne, auf der Haut. Und dafür ist die optimal und die trocknet nicht aus und geht aber nicht so nah ans Auge heran. Apropos Auge, also für mich ist es eine Sensation, dass ich einen Concealer benutze. Und dieser Concealer von Age Perfect, Farbe 01, ich habe den hellsten, der ist sensationell. Ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Voraussetzung ist natürlich, wenn ihr wollt, dass sich das nicht so absetzt, dass eure Augenpartie wirklich rundherum super gepflegt ist. Super, 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 super. Also super gepflegt ist am besten eine schöne feuchtigkeitsspendende Augencreme darunter aufgeben. Jetzt nicht so eine fetthaltige, dann schmiert das auch wieder so rum. Und
dann diesen Concealer aufklopfen mit dem Finger, mit einem Schwämmchen, mit einem Concealerpinsel, whatever. Und das hält wunderbar auf. Und es hält wirklich. Und viele haben ja auch schon geschrieben, dass sie es auch haben, also ausprobiert haben und sitzt Bombe. Okay. Ein weiteres Schmankerl von L'Oreal ist dieser... ist dieses Wunderbalsam, auch von Age Perfect, Manuka-Honig. Es gibt spezielle Pflegeserien auch mit Manuka-Honig, 60 plus sagt man, also Tagescreme und Nachtcreme. Und das ist aber dieses Wunderbalsam, was man wie so eine Kälteschutzcreme auch auftragen kann über eure normale Creme. Ja? Oder für die Lippen kann man es benutzen, für die Ellbogen, für raue Stellen. Man kann es für als Handpflege oder auch jetzt, wenn hier so die Nagelfalz so ein bisschen angerissen ist, im Winter passiert das ja leider sehr oft. Das ist wirklich ein Wunderbalsam. Es riecht sehr stark nach Honig, aber ist mein Favorit. Und was ich auch mache, wenn ich bin ja sehr viel draußen, und es ist ja draußen kalt, dass ich, bevor ich aus dem Haus gehe, hier am Augenwinkel, dass ich hier nochmal so ein bisschen von dieser Creme auftrage, dass das nicht so austrocknet. Wenn dann die Augen tränen, ne, dann wird das hier so trocken. Und da verschmiert auch nichts, also das verrutscht auch nichts, aber immer nur wenig. Weniger ist mehr, ihr wisst ja, weniger ist mehr. Für die Lippen, ja, für die Lippenpflege als allererstes ein Favorit, auch für die Handtasche, das ist von L'Occitane, so ein Lip Balm mit Karité, Butter und Rose. Sieht so aus. Dann drückt man hier unten drauf, gibt sich das leicht auf die Lippen und ne, arbeitet das so ein. Sehr pflegend. Meinen geliebten Lipgloss, den ich euch auch schon vorgestellt habe von Chanel, der auch so ein paar Glitzerpartikelchen hat, mit diesem tollen, tollen, super, mega Applikator, der so schön das Lippenrot unterstützt, ist für mich ein absoluter Dezember-Favorit. Und diesen Lippenstift, den ich jetzt drauf habe. Das ist auch Chanel Rouge Coco Nummer 206. Also ich habe ihn drauf, ich brauche ihn eigentlich nicht swatchen, ihr seht es ja. Das ist so ein länglicher Stift und den dreht man so und dann dreht man das wieder zurück. Diese Rouge Coco Stifte sind sehr, sehr pflegend. Gerade bei roten Lippenstiften ist das sehr zu empfehlen, pflegende Stifte zu nehmen. Aber nicht, dass sie zu viele pflegende Öle haben, das ist auch wieder so ein Ding. Es darf nicht zu wenig und darf nicht zu viel sein. Dass ihr schöne, also der fühlt sich einfach gut an, auch wenn es draußen kalt ist. Der bappt auch nicht, übrigens der Gloss auch nicht. Zu empfehlen ist, ich habe jetzt keinen Lip Liner benutzt, aber ich habe zum Auftragen für die Ecken hier, für die Seiten, so ein bisschen habe ich einen Lippenpinsel genommen. Da kann man das ein bisschen besser, also genauer arbeiten. Arbeiten, wenn man das so sagen kann, im Gesicht arbeiten. Also naja, das Auftragen, ja. Dann habe ich für die Äuglein, okay, die Long Lash Mascara von Claudia Schiffer bei Artico, die ist sensationell. Das Bürstchen ist toll. Die Wimpern kriegen richtig schön Schwung, werden schwarz. Was ein bisschen doof ist, dass hier immer hier unten so viel Farbe dran ist. Also ich versuche das dann immer, also nicht am Rand abwischen. Ich mache dann immer wieder diese Patrone sauber mit einem Kleenex, ne? Wenn ich das benutzt habe und das hat auch den Vorteil, dass, wie gesagt, beim nächsten Mal nicht so viel an dem Bürstchen hängt. Und die Mascara kann einfach besser verschlossen werden. Das heißt, es kommt keine Luft dran, sie trocknet nicht so schnell aus. Weiterhin für die Augen, ich habe das auch drauf, also die beiden Sachen habe ich drauf. Einmal Sephora, den ich jetzt auch verlost habe, diesen Zauberstift, schwarzer Kajal und dieser Nude-goldfarbene, schöne Eyeshadow. Sensationelle Qualität. Ich habe aber noch etwas, also ich habe jetzt nicht nur dieses Nude Gold drauf, ich habe auch von Chanel ein Cream Eyeshadow in so einem Grün. Das ist ein ganz tolles Grün. Schaut mal, ich gehe nicht mit dem Finger rein. Das ist auch ein Eyeshadow, der mit einer Base ist, der also über eine Base aufgetragen hält, der super, man kann ihn auch nur so als Lidstrich benutzen, so einen dickeren Lidstrich habe ich mir jetzt gezogen und ja, ist ein Favorit. Rot, Grün, Gold, Weihnachten, ne? Und
Dann habe ich von der Firma Dalton, ihr wisst ja, dass ich mit denen jetzt so eine Kooperation habe, die haben mir einen Eyelid Primer geschickt und den habe ich ausprobiert und dass man den auch benutzen kann wie ein, ja, wie ein Eyeshadow oder wie so ein Highlighter. Dachte ich mir, also ein Eyelid Primer wie ein Highlighter. Wartet mal, ich mache mal das Rot ab. Der ist nämlich so, golden. Also, der ist sehr cremig, sehr pflegend und der wird so golden auf dem Lid. Also man kann diesen Eyelid Primer, den kann man also durchaus auch als Eyeshadow benutzen, Gold. Ein sehr schönes Produkt und weiterhin für die Augen eine Palette von Sephora, noch eine kleine. Das ist meine zweite kleine. Ich habe so eine gräuliche und das ist, die kostet 10 Euro. Das sind solche beige-goldenen Farben. Die nennen sich dann Vanille, Biskuit, Peanut, Karamell, Kakao und Popcorn. Schöne Namen. Das ist eine sehr schöne Palette, Qualität wie immer von Sephora. Wunderbar, dann sind da drunter, hier sind auch so ein paar Tipps, wie man sich die Augen damit schminken kann. Man kann die Farben einzeln benutzen oder sich ein schönes Augen-Make-up zaubern. Ich habe von der Firma Dalton unter anderem ja, Pflegeprodukte zugeschickt bekommen. Und hier haben wir Kaviarampullen. Diese Kaviarampullen, das ist ein hochkonzentriertes Zellomer-Meeresextrakt mit einer extra Portion Kaviar. Und enthält also die geballte Wirkstoff des Meeres. Das ist ein tiefenwirksamer Anti-Aging-Kick für unsere Haut. Einen habe ich schon benutzt. Und zwar habe ich die, Entschuldigung, ich hatte ja die Brille noch auf. Kosten 3 Stück sind da drin enthalten in dem Set. 19,90. Also wenn ihr euch wirklich Luxus gönnen wollt, etwas absolut ja, Exklusives für eure Haut, vielleicht vor einem ganz besonderen Anlass, hat man ja manchmal, wo man richtig, richtig toll aussehen will, dann sind diese Kaviarampullen, die riechen jetzt aber nicht fischig, ne? Überhaupt nicht, riechen ganz angenehm, sind sehr ergiebig, da ist so viel drin, ich habe das gar nicht alles in meine Haut reinbekommen, ich habe da erstmal was aufgetragen, dann gewartet und dann nochmal, so nach 10 Minuten nochmal, also es ist ein ganz toller, leuchtender, strahlender, praller Effekt, naja, die ganze Kraft des Meeres. Luxusampullen Kaviar. Und dann noch ein Produkt, auch von Dalton, das ist diese Maske Hydrolift, diese Biozellulose. Biozellulose setzt sich so zusammen, dass aus der Milch und den Kokosfasern, also der Kokosnuss, wird dieses Tuch gewonnen und das Tuch ist getränkt mit einem Planktonextrakt und mit Hyaluronsäure. Diese Hyaluronsäure versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und der Planktonextrakt nimmt bis zu 16%, zwischen 15 und 16% der Faltentiefe. Und wenn man die gemacht hat, dann hat man aber wirklich, man hatte wirklich einen absoluten Aha-Effekt. Ist teuer, 12,50, aber wir haben ja Weihnachten und man möchte sich ja vielleicht auch mal was Gutes gönnen. Und ich stellte oder habe euch heute meine Favoriten für den Dezember vorgestellt, die sicherlich nicht, oder die über den Dezember hinaus meine Favoriten sein werden, weil ich sie einfach toll finde. Sie passen zu mir, ich bin froh, dass ich sie gefunden habe und das gebe ich einfach gerne an euch weiter. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch, wir sind, glaube ich, in der letzten Woche vor Weihnachten, ne? Wünsche ich euch eine nicht allzu stressige Woche. Macht euch nicht so verrückt. Es ist so ein Tag, dieses Weihnachten, immer so voller Erwartungen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann sind viele Menschen dann traurig. Und macht euch nicht so einen Druck. Ganz easy, ganz relaxed. Es kommt sowieso, wie es kommt. Es ist so, wie es ist, wie meine Freundin immer sagt. Geht mit Freude in oder genießt mit Freude diese Vorweihnachtszeit. Und ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.